Ja, hallo und herzlich willkommen. Wir sind heute zu Gast bei Anna Abelin. Das ist eigentlich ein ganz kleines bisschen geschummelt. Hallo Anna, wir sind nämlich gar nicht bei dir zu Hause, sondern wir sind sehr lautstark von der Hauptperson unterstützt, Henny Hennessy, direkt hinter uns hier im Bild zu sehen. Anna, wo sind wir? Ja, wir sind bei mir im Stall, bei Heiner Schirn, bei mir im Stall, also bei Heiner im Stall. Hier stehen meine Pferde. Genau, und da sind wir gerade. Ja, und hier ist echt richtig was los. Also Henny hat die Box hier gleich durchgeleckt. Er möchte definitiv hier auf diesen Stuhl. Und ich würde sagen, wir werden das mal irgendwie das nächste Mal hinkriegen, dass wir den wirklich ganz in den Mittelpunkt setzen. Ja, also auf jeden Fall notwendig. Anna, heute wollen wir ein bisschen über dich schnacken natürlich, über deine Reiterei. Aber ich kann euch gleich schon was versprechen. Es wird definitiv nicht nur um Pferde gehen. Anna, mal ganz kurz weghören. Anna ist nämlich wirklich ein lustiger Typ, die macht alles Mögliche. Und wir versuchen einfach mal einen Galopp durch ihr Leben. Anna, aber klar, wir fangen mal bei den Pferden an. Und jo, hier geht richtig was ab. Hier für uns jetzt zu sehen, für euch da leider nicht, steht nämlich eine Neuerrungenschaft. Wen hast du da stehen? Ja, das ist Hyatt, eine sechsjährige Stute von Apache. Und die habe ich jetzt seit August hier auch bei Heiner stehen. Ja, und ich hatte vorhin die Chance, kurz mit Heiner zu reden. Ich kann schon mal versprechen, der hat ziemlich leuchtende Augen, also ist ganz offensichtlich Fan von dieser Dame, die sich hier lautstark bemerkbar macht. Anna, jetzt wollen wir mal einmal versuchen, in dein sehr buntes Leben so einen kleinen roten Faden, und der rote Faden, das kann man auf jeden Fall sagen, da sind die Pferde, Das oder? ist ganz, ganz, ganz klar, ja. Ganz, ganz klar, fing auch schon von ganz, ganz klein an. Bevor wir dazu kommen, ihr wisst, ihr könnt natürlich wieder Fragen stellen, die ihr an Anna habt. Ich meine, wir werden euch auch zutexten, hätte ich fast gesagt, viel erzählen. Wenn ihr bestimmte Fragen habt, gerne live bei uns. Und natürlich gibt es auch wieder was zu gewinnen. Anna hat das sehr liebevoll gemacht. Ich kann das einmal hier zeigen. Ein handsignierter Clip My Horse Eimer. Gibt es zu gewinnen? Das geht aber nur für alle, die mitmachen und Fragen stellen. Und eigentlich müsste ich auch mitmachen dürfen. Ich stelle nämlich ganz viele Fragen. Sehr gut. Anna, wir fangen mal an. Wir fangen mal an, und zwar auf einem großen Fuchs vorne drauf vor dem Sattel der Mama, die kleine Anna. Und da war ziemlich schnell klar, das wird sehr, sehr schwierig mit der kleinen Anna und dem Knall mit den Pferden. Warum? Ja, also Mama war damals auch hier im Stall, war Schürgen und hatte da ihr Pferd, wirklich ein riesengroßer Fuchs, Aperio, und hat mich vorne draufgesetzt, ist hier mit mir Schritt geritten, und ja, ich habe das Grinsen quasi gar nicht mehr aus dem Gesicht bekommen, und von da an war ich klar, Anna möchte reiten und Anna muss auch reiten. Und das war so auch mit das erste Mal, dass Mama mich quasi mit aufs Pferd gesetzt hat. Und dann war aber ziemlich schnell klar, dass das nicht problemlos wird, weil du idiotischerweise, hätte ich jetzt fast nur sagen können, von der Natur gemanagt, eine Pferdehaarallergie hast. Ja. Da sitzen wir hier ja echt super. Sportlich. Wie geht das? Ich meine, du schniefst noch nicht, du guckst mich auch noch aus nicht tränenden Augen an. Wie hast du das gemacht? Ja, also natürlich war das dann am Anfang erstmal auch für Mama schwierig, weil die kam dann nach Hause vom Reiten, und dann war ich da und habe sofort so angelaufen, rote Augen, keine Luft bekommen. Und dass sie halt immer auch Sachen ausziehen musste und so weiter. Aber dann waren wir beim Arzt und der hat uns dann auch entsprechend eingestellt, sage ich mal. Und natürlich wird dann darauf geachtet, dass keine Pferdehaare, sage ich mal, ins Haus kommen. Aber ja, dann kriegt man da Routine, welche Medikamente, sage ich mal, gut sind. Und dann habe ich wie Asthmatiker, sage ich mal, so ein Asthma-Spray dabei. Und das nehme ich halt immer, wenn ich dürftig bin. Und dann klappt das auch ganz gut. Also im Grunde hast du nicht, es gibt ja auch Desens, ich meine, es gibt wahrscheinlich einige, die Habe ich Pferde. alles gemacht. Hast du alles Habe ich alles gemacht, gemacht. aber. Funktioniert nichts. Also man sagt ja, dass alle 7 Jahre sich der Körper irgendwie verändert oder Stoffwechsel oder whatsoever. Und das ist bei mir also wirklich auch der Fall. Es wurde jetzt stetig besser. Jetzt bin ich ja schon 22. Und ja, also ich hoffe auf die nächsten 7 Jahre, dass es dann vielleicht ganz weg ist. Also im Grunde ist die Spielregel im Stall, ist alles soweit okay, frische Luft. Und zu Genau. Hause müssen die Ja. Pferdeklamotten, hast du einen extra Raum vielleicht, zack, Ja, direkt genau. umziehen. Und ich schaue halt, dass ich nicht so viel Pferde putze. Ich bin jetzt keine Prinzessin, die sagt, ey Leute, müsst mir alle die Pferde putzen. Klar mache ich das auch mal, aber dann mache ich das auch. Aber ist natürlich schon jetzt gerade so im Fellwechsel und in der Zeit,
ist natürlich toll, dass ich da Unterstützung bekomme, dass schon mal drüber geputzt wird und so, dass ich da nicht so viele Fälle habe. Ich hatte nämlich immer gedacht, der Sommer ist am schlimmsten, aber das ist Quatsch, hast du mir gerade erklärt. Genau, die Winterzeit ist eigentlich wirklich ganz schön hart, weil die Pferde ja dann im Fellwechsel sind, Fell schieben, dann noch mehr Haare mit den ganzen Decken im Umlauf sind und so weiter. Hallo? Ja, der ist gleich fertig mit der Seite. Da müssen wir einmal umdrehen, dass die andere Seite sauber gemacht wird. Anna, es ging klassisch los. Mit dem Shetty, das Shettychen hieß Lieschen. Dann kam der nächstgrößere Shadow. Dann kam, das finde ich jetzt schon wieder sehr lustig, ein Pony, das hast du umbenannt. Ja. Das war dein erstes eigenes Pony. Ja. Erzähl einmal diese Geschichte. Da wurde es ja dann so ein bisschen ernster. Ja, da wurde es ein bisschen ernster, genau. Also das Pony hieß Birte. Birte ist natürlich auch, hat ja was. Ja. Und ich war eigentlich konsequent jedes Jahr zu Karneval Pippi Langstrumpf und fand das auch mega cool. Ich hatte so richtig Drähte eingeflochten und wollte auch immer auf dem Turnier und so von Mama zwei geflochtene Zöpfe haben, die auch hier so hingen. Also Haare rot gefärbt damals? Nee, auf dem Turnier natürlich dann Nature her. Mhm. Aber ja, und dann haben wir überlegt, ich kann halt nicht mit Birte zum Turnier fahren. Warum nicht? Ja, war einfach so. Ja, die anderen Mädels hatten alle coole Namen, also die Pferde. Und da habe ich gedacht, okay, ich brauche das jetzt auch. Und dann haben wir aus Birte Miss Pippi Lotta gemacht. Und dann war ich mit Miss Pippi Lotta mit mal zwei Zöpfen am Turnier. Das war der Knaller natürlich. Genau. Und wahrscheinlich Kostümreiten, Fasching, das war so dein Ding so nebenher? Ja, habe ich auch mal gemacht. Hm? War denn schon mit Miss Pippi Lotta die Sache klar, ich werde Dressurreiterin? Ja, noch nicht so ganz. Ich habe danach ein Pony bekommen, Brandtops Glamrock. Und mit dem habe ich tatsächlich einen Springreiterwettbewerb geritten. Und da kamst du ins Schwanken. Ach so. Genau, ich bin dann prompt bei meinem ersten Springversuch die Sprünge von der falschen Seite angeritten. Gut. Es sind auch, glaube ich, schon Leute falsch rum ins Viereck. Also richtig, wurde dann abgeklingelt und von da an war bei mir auch Sense mit dem Springreiten. Also ja, von da an war klar Dressur. Aber jetzt, also ein bisschen was weiß ich ja von dir. Normalerweise, wenn du was willst, bist du ja, dann gehst du ja über Hürden, ne? Ja. Aber da war beim ersten Mal die Nummer durch. Oder war das nur so das i-Tüpfelchen? Das war schon so das i-Tüpfelchen. Also ich habe auch diese Reitabzeichen alle gemacht und bin dafür auch gesprungen. Und ich würde auch jetzt gerne mal nochmal vielleicht ausprobieren zu springen, aber so eine Passion hatte ich da einfach nicht für. Aber Passion zum Dressurreiten, ist Passion das richtige Wort oder ist das... Doch, schon. Ich hatte ja schon angedeutet, du machst noch viel andere Sachen, da kommen wir später dazu. Aber die Pferde sind so der rote Faden in deinem Leben. Wenn ich jetzt sage, es ist der Lebensmittelpunkt, stimmt das denn überhaupt? Doch, es dreht sich eigentlich alles um die Pferde. Also es gibt natürlich, also auch für später, es gibt immer ein Leben neben den Pferden und zum gewissen Maß muss ich mir manchmal sagen, ey, das war dein Hobby, du hast dein Sport und du hast auch noch ein Privatleben irgendwie, aber also im Moment und jetzt gerade auch so die letzten 10 Jahre hat sich wirklich eigentlich alles danach gedreht. In der Schule. Die letzten 10 Jahre, klingt so ein bisschen nach den Erinnerungen einer 80-Jährigen. Nee. Also ab 12 heißt das dann ja zu Deutsch. Genau. Bist du schon sehr straight gegangen. Und das so lieb und süß Miss Pippi Lotta auch war, aber dann wolltest du, wie hast du das so schön formuliert, auch mal ein richtiges Sportpony. Ja. Das ist ja eigentlich fast fies. Hoffentlich hat das Pippi Lotta nicht gehört. Nee, aber die ging auch nicht durchs Genick ohne Dreieckszügen oder so. Also, dann wird es echt schwierig. Ja. Okay, also und dann kam dieses richtige Sportpony und das war ja dann Glammy. Brandtop Glamrock, genau, Glammy. Und wie hast du so schön gesagt, du wolltest mal so ein Pony wie die anderen. Wie war denn das gemeint? Also das war so gemeint, also die anderen war in dem Fall meine Freundin Johanne van Danwitz, ich weiß nicht, vielleicht guckt sie auch zu. Die ist damals bei Bönninger, bei Stassen Ponys geritten und ich fand das total toll und habe voll auch zu ihr aufgeguckt und es hat richtig, richtig Spaß gemacht und das war so mein Ziel. Ich wollte mal Pony FII reiten, Außengalopp, Schlangenlinien. Okay. Und so weiter. Und das ging halt mit Miss Pippi Lotta nicht, weil ich ja bekanntlich nicht das Genick bekommen habe. Das erste FEI-Pony mit dem Dreieckszügel. Vielleicht hätte das auch irgendwie eintüten können. Und dann
habe ich zu Mama gesagt, Mama, ich möchte das wirklich. Und dann sind wir losgezogen und haben Pony gesucht und haben dann Lemmy gefunden. Okay, also der Springreiterwettbewerb, der hat nicht funktioniert, aber mit Glammy bist du deine erste L geritten. Genau. Wie alt warst du da? Boah, da war ich so 11. 11 war ich da. Ja. Würdest du sagen, das war schon der Durchbruch für dich persönlich? Nee, noch nicht. Das war so das langsame Rantasten. Mhm. Der Durchbruch kam dann mit meinem nächsten Pony. Donovan. Genau. Wie kam das? Das kam so, dass wir dann, also Glammy war dann leider zu groß. Also Glammy war dann kein Endmaß von mir, sondern 1,51,9. Und mit Hufe raspeln? Ach komm, da geht noch was. Nee. Und war auch ein bisschen begrenzt. Also konnte einfach nicht mithalten. Das wollten wir ja auch nicht unfair werden dem Pferd gegenüber. War toll zum Lernen, aber ja, um, sag ich mal, im Sport da mitzureiten, da sind einfach so viel qualitätvolle Ponys mit dabei. Mhm. Ja, haben wir dann weiter uns umgeschaut und dann kamen wir zur Frau Meier Biss. Die hatte damals den Donix Donovan im Stallchen, der war damals 5. Und da bin ich Probe geritten, weil ich bei ihr trainieren wollte. Ja, aber also das ist ja schon ein Name. Und das ist ja schon, war denn dein Herz irgendwo ganz da unten? Oder warst du eher die coole Type, die sagte, ey klar, ich reite hier mal vor? Nee, also voll, ich war voll eingeschüchtert. Also eingeschüchtert, ich hatte voll Respekt davor. Also es war so, oh Gott. Ich hatte auch, sagst du, glaube ich, so auf dem Pferd, so, keine Luft holen, bloß alles straight machen. Und dann war für sie, sie kannte den Glamrock auch, klar, von Turnieren und so. Mhm. Und dann hat aber gesagt, dass es halt damit, dass sie das eher nicht so unterstützen könnte und dass sie mir halt zum Donovan auch raten würde. Und es hat auch auf Anhieb super, super gut geklappt. Und ja, dann haben wir Donovan gekauft und dann durfte ich bei Frau Meyer-Wiss auch mit ins Training einsteigen. Und ja, das war dann sozusagen meine Eintrittskarte in den Sport, würde ich sagen. Also damit ging das los, dass ich das dann wirklich so leistungsmäßig gemacht habe. Wie war der Satz? Jetzt war ich eine von denen. Ja, genau. Den Satz, da musste ich also wirklich lachen. Das drückte so alles aus. Diese großen Kinderaugen, ne? Diese Welt ja, und genau. Dann der Sprung darüber. Ja, das war also echt toll, dass das dann möglich gemacht war, dass ich da irgendwie mithalten konnte. Das war echt, echt super. Und von da an war auch gar nichts mehr anderes zu denken. Also jeden Tag trainieren und wann soll ich da sein, wann soll ich fertig machen, wann soll ich draufsitzen, so ungefähr. Und das war wirklich dann von da an. Es gibt ja ganz viele Eltern, vielleicht jetzt auch ein paar, die zuhören, die sagen, oh nee, aber erstmal kommt die Schule und Lernen und da ist gar nicht so viel Zeit. Wie hast du das gemanagt? Du hast natürlich das große Plus gehabt, dass deine Mutter auch Pferdefrau ist, ne? Genau, also das war auf jeden Fall ein Riesenvorteil für mich und dass sie auch meine Passion und meine Liebe und dieses Brennen nachvollziehen konnte. Aber jetzt kommt so ein schlauer Spruch, wo ein Wille ist, da ist ein Weg. Und ja, aber das war tatsächlich so. Also ich habe dann mir gesagt, okay, ich gehe jetzt reiten und ich war schon immer ziemlich strukturiert, was ich so gemacht habe und habe mir dann auch wirklich genau überlegt, wann ich dann lerne oder wann ich zur Schule gehe. Also wann ich in der Schule bin und wann also du hast den Lehrern gesagt, wann du Zeit ja, hast. Ja, genau. Nein. Ja, so. Also ich bin zur Schule gegangen und habe dann genau gewusst, okay, bis 2 geht die Schule und um 10 nach 2 kann ich im Stall dann auf dem Pferd sitzen. Und dann bin ich von 10 nach 2 bis 3:30 im Stall rumgedaddelt und bin dann nach Hause gefahren und habe dann mein Zeug gemacht, gelernt. Und mich dann halt abends mit Freunden erst getroffen oder so. Und klar, die anderen haben sich nach der Schule mit den Freunden getroffen, aber da habe ich dann, sag ich mal, die Abstriche gemacht und gesagt, nee, ich bin jetzt mal mein Pferd und das ist mein Sport und meine, ja. War es manchmal schwer? Ich meine, gerade so, wenn man 14, 15 ja. ist, dann, doch. Oh, wir gehen ins Freibad, ah ja, ja nee, genau. Ich kann nicht. Also es war schon, klar, man hat nicht so viel, also man muss schon Abstriche machen, sagen wir es mal so, ja. Das hatte ich auch, aber ich hatte ganz tolle Freunde, die das total unterstützt haben. Ich hatte auch natürlich viele Freunde oder Mädels, die dann auch mit mir geritten sind. 2 davon waren auch bei mir für Schule und die verstehen das dann und dann, ja, weiß ich nicht, die Zeit, die ich frei hatte, habe ich dann auch mit meinen Freunden und Freundinnen verbracht. Das war schon so. Ja. Und da wird dann auch nicht nur über Pferde geredet? Nein, gar ich jetzt nicht. Gar nicht? Ist das ja, ein Tabu? Gar nicht. Also nein, aber die fragen natürlich, hey, wie ist gelaufen oder wie war es so, aber es ist jetzt nicht so, dass wir nur über Pferde sprechen. Und dann ging das ja eigentlich alles ziemlich schnell. Die erste Euro. Bist du geritten? Wann? 2012. Und da warst du gerade mal zarte? 15.
Das ist natürlich, ja, das ist ja schon wirklich, und vor allen Dingen war die auch gleich richtig gut. Erzähl mal. Ja, das war mit Dornick Donovan und da waren wir in Fontainebleau. Allein das ist ja schon irre, ja, aufregend, mega, oder? Mega, mega, mega. Also es war auch da direkt die erste Euro, alles gleichzeitig, Pony, Dressur, Springen, Vielseitigkeit, also es war super, total spannend, wobei das ja bei den Ponys eigentlich immer so ist, ne? Dass alles zusammen ist. Mhm. Ja, und dann haben wir Team Gold geholt, meine erste Goldmedaille, das war super. Und da war ich einzeln Sechster, hätte ich auch niemals gedacht. Also ich bin mit den Erwartungen da hingefahren und habe gedacht, okay, es ist mega dabei zu sein. Aber also ich bin Streichergebnis vom Kopf her, es wäre auch überhaupt nicht das Problem gewesen. Aber du bist doch nicht da reingeritten und hast vom Kopf gedacht, ich bin sowieso Streichergebnis. Das würde jetzt gar nicht zu meinem Bild von dir passen. Nein, auf gar keinen Fall. Aber mit der Nominierung, das war so... Es ist einfach der Hammer, dass ich jetzt dabei bin und sagen wir es so rum, auch wenn ich Streichergebnis sein würde, wäre es trotzdem der Hammer, einfach da mit zu sein. Und dass es dann sich so gewendet hat, ich war kein Streichergebnis, ich war Dritte. Naja, mit, also als sechste Streichergebnis, genau, das wäre auch echt... Und dann in der Kühe Vierte, also knapp daneben, ist auch vorbei, aber ne, 1 bis 3 waren einfach top besetzt da in dem Jahr. Es war einfach der Hammer, ja. Und das war dann mein erster Euro. Das war echt cool. War das so ein bisschen wie ein Blutlecken und dann sagen, ich meine, irgendwo ist man mit 14, 15 ja doch noch Kind, darf ich das so sagen? Ja. Schon ein bisschen, ne? Und dann aber weiterzugehen, diesen Weg, Juniorentour, Junge Reitertour oder jetzt U25? Ja, man fängt dann an zu träumen. Also wenn man dann da so einmal steht, ja, doch schon. Das war, doch. Würdest du sagen, dass diese erste Euro die aufregendste war oder war vielleicht sogar die dritte, vierte, fünfte Euro noch aufregender, weil auch mehr von dir erwartet wurde? Bei diesem ersten Mal wusste ja noch keiner, Mensch, nee, wo kommt denn die kleine Anna da her, so nach dem Motto? So, ich bin bei der ersten Euro eigentlich dann so da reingerutscht, keiner hat es gedacht und dann ist doch passiert. Und dann ja, war ich da, also es war super aufregend, die ganze Planung, ich war das ja nicht gewohnt, ne? Keine Ahnung, was das alles beinhaltet, aber mit am aufregendsten war dann tatsächlich 2014, also die dritte Euro. Ja. Die war ja nun, jetzt sind wir aber schon, wir haben schon fast, gesprungen. Ich wollte gerade sagen, jetzt haben wir aber echt schon ein ganz schönes Sprüngelchen gemacht. Genau. Wir sind jetzt schon längst auf einem anderen Pferd sozusagen, nicht längst, sondern wir sind First on Tour. Ja. Du hast insgesamt, das haben wir mal eben noch einmal schnell nachgerechnet, ich hatte glatt eine unterschlagen, ich gebe es zu, 8 Goldmedaillen bei Europameisterschaften mit nach Hause gebracht. Ja. 6 davon mit First on Tour. Ja, ja, Wahnsinn. First on Tour, das Pferd deines Lebens? Oder würden wir jetzt die nächsten 60 Jahre schon etwas zu früh hier rausnehmen, so nach dem Motto? Das tun wir damit, aber es war schon eine ganz, ganz besondere Zeit mit ihm. Was war so besonders? Das hat an ihm, meine ich jetzt mal. Das hat so, also, was soll ich das sagen? Der war einfach schön, der war toll. Der war ein Charakterpferd, er war so ein bisschen frech, also ich weiß nicht, es hat einfach so perfekt gepasst. So. Ich weiß gar nicht, ich schmelze schon dahin. Ja, aber ich merke schon, also ein Kerl, der muss erstmal schön sein, ne? Ja. Das war so der erste Ausdruck, der war schön. Nicht, der konnte gut piaffieren oder, okay, nee, so, jetzt sind wir nicht bei den Junioren, aber der konnte nicht weg, nee, der war schön, okay, das ist total wichtig. Das ging ja eigentlich alles total schnell. Jetzt muss ich einmal auf meinen Spicker. Doch, klar, 2012 bist du Pony geritten und direkt das nächste Jahr Junioren und First on Tour. Das ist selten, das ist so schnell, so, du hast es parallel aufgebaut. Genau. Ist das der Tipp, den du weitergeben würdest? Ja. Auf jeden Fall nebenher? Definitiv, ja. Also das heißt auf jeden Fall nebenher. Wenn es geht. Ich hatte das Glück, dass Fürsti schon hier bei Heiner stand und er den schon Jungpferdeprüfung geritten ist und ich ganz am Anfang einmal die Woche reiten gekommen bin zeitlich und dann in dem letzten Ponyjahr dann vielleicht 2-3 Mal die Woche und am Wochenende und was ist das? Und ja, dann bin ich auch schon ein paar Turniere geritten, unter anderem auch Rheinische Meisterschaften und auch die Deutsche Meisterschaft. In Hünxe war die 2012 und da war ich auch direkt Vierter bei den Junioren schon. Aha. Das war sozusagen und dieses Parallele einfach schon... mal einen Wechsel geritten zu haben und klar geht da mal einer daneben oder so, aber schon mal so ein bisschen das Feeling zu haben und irgendwie schon mal anzukommen in der nächsten Klasse, das war echt super. Das war gut, weil es gibt ja schon auch Ponykinder, die sagen, nee, das bringt mich durcheinander, das macht mich unsicher, aber du würdest sagen... Ja. Also meine Empfehlung ist es, ja.
ist meine Empfehlung. Da haben wir schon mal den ersten Tipp hier rausgezaubert. Ja. Auch nicht schlecht. So, jetzt hast du schon erwähnt das Jahr 2014. Ja. Der Name Heiner ist schon ein paar Mal gefallen. Heiner Schirgen, da sind wir. Das ist dein Trainer seit 2012? Ja, ungefähr 2012. So, und 2014 hat sich aber jener Heiner ausgerechnet verletzt und konnte nicht mit zur Euro. Das war ja erstmal für dich wahrscheinlich. Das war ganz, ganz krass. Das war ganz, ganz schlimm für mich. Ja, also okay. Ich habe ihn auch im Krankenhaus besucht und ich habe auch schon ein, zwei Tränchen verdrückt, weil das war, ja, ich war, also wir sind schon ein ziemlich enges Team so, also ich brauche Heiner auch so dabei und der gibt mir auch ein unglaublich gutes Gefühl, wenn er da ist, also sehr viel Sicherheit und das war einfach, ich war ja auch noch kleiner, sag ich mal, als jetzt und dass er da, dass klar war, dass er nicht mit, also als klar war, dass er operiert werden muss und nicht mit kann, war für mich echt so, wie soll ich das jetzt schaffen? Okay. Ich war das ganze Jahr, das kann ich auch so sagen, schon als Favoritin so. Also ich war schon echt gut unterwegs und wusste aber, das habe ich auch mit Heiner geschafft bis dahin. Mhm. Und der war wahrscheinlich auch bei jedem Turnier dabei. Genau, der war bei jedem Turnier, weil es war einfach eine Routine. Und ja, wir hatten unsere Abläufe. Heiner kennt Fürst in- und auswendig und kannte auch mein Reiten oder kennt mein Reiten in- und auswendig. Mhm. Und das war so, oh Gott. Jetzt kommt Heiner nicht mit. Wie soll ich das schaffen? Und das dann hast du mal direkt die Euro abgesagt. Ja, im Kopf habe ich schon. Nein, Quatsch. Aber das war so eine Umstrukturierung. Ich musste alles quasi umdenken. Und wir haben dann auch viel mit den Bundestrainern dann gesprochen. Und dann war auch klar, ich bekomme natürlich super Hilfe dann auch vor Ort. Aber ja, es war natürlich auch ein super emotionaler Moment, wo ich dann kurz vor der Mannschaftsaufgabe, wo ich als Letzte reingeritten bin, super Druck, noch von Heiner ein Video bekommen habe, wo er wirklich da mit seinem gebrochenen Fuß saß und mir die Daumen gedrückt hat und sagte, hey Anna, mach das Beste draus, sag ich mal, du gibst alles und toi, toi, toi. Und das gibt einem natürlich dann super Ansporn. Und das war das Aufregendste, das, sag ich mal, ohne ihn zu planen, aber auch das Emotionalste und dadurch auch so mit einer meiner schönsten Euros, dass ich das dann trotzdem hinbekommen habe und wusste, dass jemand zu Hause, der ja, der wäre jetzt gerne hier und drückt mir aber total die Daumen. Ich habe es trotzdem auch hingekriegt. Das war echt toll. Das hast du uns, du hast es ja auch ganz gut hingekriegt. Ja, also genau. Triple Gold. Ja. Man stellt sich so ein bisschen vor, das kann man gar nicht fassen. Das kriegt man gar nicht auf die Reihe. Du bist ja sehr emotional. Ja. Was hast du dann gedacht beim dritten Gold? Hast du gedacht, Heiner geht auch ohne dich, so nach dem Motto? Also das war klar. Wir haben auch immer telefoniert dann nach den Ritten. Aber es war für mich schon ein Stück weit auch. Hat das denn verfolgt auf Clip My Horse? Ja, Clip My Horse war nicht da. Nein. Es war. Mann, jetzt habe ich mich ja verplappert hier. Oh das Mann. War in Arezzo. Da war irgendwie. Das wird heute nicht mehr passieren. Mist. Da war so ein italienischer Übertrager. Also sprich, er konnte es sehen? Er konnte es sehen. FIITV oder sowas. Hier. So was. Er hat es geguckt, sagen wir es mal so. Okay, und ihr habt dann danach auch haben direkt wir auch wahrscheinlich. Genau gesprochen. Aber es war, also es war nicht, ich kann auch ohne dich, sondern es war so ja, ein Stück weit Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen. Ich habe das jetzt echt gut alleine mal umgesetzt bekommen und ja, das war schön. Ja, hast du danach dein Reiten verändert? War das so, dass du dann, also ich könnte mir vorstellen, wenn Heiner immer da ist, ne, dann ist das ja auch so ein Leitfaden, den man irgendwie am Rand stehen hat, stell ich mir vor. Und dann hast du es ohne ihn hingekriegt, hast du dein Reiten danach verändert? Bist du selbstständiger geritten? Also man wird natürlich über die Jahre sowieso selbstständiger vom Reiten. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich da so einen Break hatte, so einen, dass ich sage, okay, ab da habe ich es jetzt ein bisschen selbstständiger gemacht, aber mit Sicherheit hat das auch dazu beigetragen, mich mal mehr getraut habe. Ja. Jetzt bist du ja wirklich schon lang, er hört uns ja nicht zu, oder Heiner? Wenn mal kurz den Ton ab. Kann er denn jetzt nach wie vielen Jahren, 7 Jahren, überhaupt noch was Neues erzählen? Ja. Warum? Was erzählt er? Also erstmal ist es so, dass bei Heiner, ich weiß nicht, der begleitet mich nicht Tritt bei Tritt. Das war zum Beispiel bei meiner Ponyturnerin so. Es war wichtig, dass sie mir jeden Tritt auch mal was gesagt hat. Gut, bei einer 12-Jährigen ist natürlich auch nochmal was anderes. Als bei Heiner ist es mal, also es ist einfach so, dass man jetzt nicht jeden Tritt gesagt bekommt. Deswegen ist es sowieso schon nicht so wie bei anderen Trainern. Aber klar, man wächst mit seinen Aufgaben und für jede Aufgabe hat man neue Inputs, die man bekommen muss und auch braucht und neue Lektionen und neue Pferde, worauf man sich einstellen muss und die sind alle so unterschiedlich und die Pferde sind jeden Tag anders. Na klar. Also deswegen, ich bin auch jeden Tag anders drauf.
Ja? Also, bist du so wankelmütig? Nee, klingt nein, jetzt gerade so. Nee, das war Quatsch. Das löschen wir. Ja, nee, löschen wir nicht, aber natürlich. Von wegen löschen. Also, ja, so klar, jeden Tag sind die Pferde anders. Ich versuche mich immer gleich drauf einzustellen, aber ich schaffe es natürlich auch nicht jeden Tag, gleich irgendwie die Hilfen zu geben. Und von daher kann er mir schon noch immer wieder super wertvolle Tipps geben. Irgendwie scheint ihr das ja auch gut zusammen hingekriegt zu haben, denn du hast nach First on Tour direkt im Anschluss First Lady auch direkt im Euroteam. Das ist ja total ungewöhnlich. Ja. Also normalerweise, gerade in dem Alter, hat man vielleicht einen, mit dem funkt es richtig, aber direkt anschließend dann First Lady. First Lady, da haben wir auch eine kleine Aufnahme, da können wir mal hingucken. Da seid ihr zu, ja, oh, genau. Erzähl mal, was war das Besondere an ihr, dass du so schnell anknüpfen konntest? Also Lady war eine Stute, eine richtige, also obviously, sie ist eine Stute, aber sie war eine richtige Stute. Also man muss, das war jetzt nicht so draufsetzen und ich bin der Chef, sondern draufsetzen, darf ich der Chef sein. Okay. Und ja, das war, also das war einfach das Besondere an ihr, dass sie sich nicht hat alles gefallen lassen. Und auch ein neues Reiten, neues Lernen irgendwie, das ja, nochmal auch ein Ticken mehr gefühlvoller zu werden und einfühlsamer und das Pferd noch mehr verstehen, sich noch mehr ins Pferd einzufühlen. Das war wirklich ganz wesentlich bei ihr, was ich da auch gelernt habe und mitgenommen habe. Ja, das ist ja eigentlich schon das Spannende, dass man immer diese unterschiedlichen hat. Was würdest du denn sagen? First on Tour und sie offensichtlich mehr die Sensible und bei ihm, was war völlig anders? Fürs war alles selbstverständlich und ihn hat wahnsinnig dieses Gleichmaß beschrieben und elastische und er hat einen immer mitgenommen und da konnte ich auch mal am falschen Zügel ziehen und er hat es mir trotzdem nicht krumm genommen. Das klingt ja komisch, das ist aber auch nicht so schlimm. Ja. Die Reiter wissen, was ich meine. Und ja, und der hat trotzdem immer alles gegeben und sie war einfach, ich musste sie schon auf meine Seite holen dann auch und dass sie ja, für mich auch die Gefallen tut und bei mir ist und auf mich Aber hört. Es hat geklappt und es ging schnell. Ja. Das finde ich ja schon auch Teamgold und zweimal Silber. Ich meine, das ist ja schon irre. Also wir hatten jetzt eine EM mit Donovan, die Pony-EM mit Teamgold und 6 und 5. Dann hatten wir 1, 2, 3, 4, 5 EMs mit First on Tour und wir hatten schon gesagt, 6-mal Gold mit First on Tour. Ja. Und dann hatten wir nochmal wieder Gold mit First Lady und dazu 2-mal Silber. Blöde Frage. Ich stelle sie trotzdem. Gibt es eine Lieblingsmedaille? Ja, also eine Lieblingsmedaille ist die von First on Tour von der Einzelwertung in Arezzo 2014. Und, warum die von der Einzelwertung, warum nicht die von der Kür? Reizt nicht so gerne Kür? Doch, ich liebe Kürreiten. Aber die Einzel, das war so, klar, Mannschaftswertung, Gold ist so nochmal eine Sache, da ist auch noch mein Team mit dran. Und dann war aber so, okay, jetzt kommst du allein in den Feuertopf da rein und musst jetzt da bestehen. Und das war dann so, als ich das Einzelgold dann hatte, dann war die Kür, das war dann noch das i-Tüpfelchen. Okay. Aber das war noch ein Stück mehr erkämpft, sage ich mal. Oder, okay, ja, ja, verstehe ich. Genau. Und die zweite? Und die zweite war die Einzelmedaille mit First Lady. Der zweite Platz, in dem hatte die Hanna Gold mit Carlos. Ja. Und ja, ich hatte mir vorher fest vorgenommen, ich möchte 74% schaffen. Okay. Du hast dir keine keine Platzziffer, sondern eine Wertung vorgenommen. Ja, okay. Genau. Ich hatte vorher auch mentales Coaching und Vorbereitung, weil ich, das war für mich schon ein besonderes Jahr. Ich hatte vorher First on Tour abgegeben und dann hatte ich wirklich ja nur noch ein Pferd, wo das drauf ankam, die musste performen und es war schon auch ein Stück weit schwierig für mich. Die musste performen. Nein, die musste performen. Das ist natürlich ein schöner Ausdruck, da kommen wir aber nachher noch mal mehr zu. Genau. Zum Performen. Ja, zum Performen. Aber ja, und in dieser mentalen Vorbereitung hatte ich mir vorgenommen, in der Einzelwertung 74% zu knacken. Hatte der Trainer, Mentaltrainer, Trainerin, ja, wie auch Trainerin, immer gesagt, nimm dir eine Prozentzahl vor? War ja, genau, das ein Tipp? Ja, ah, okay. Das war ein Tipp. Ah, okay. Da habe ich wirklich jeden Tag eine Woche vorher Rituale gehabt, um ja, das in meinen Kopf reinzupflanzen. Was heißt das? Ich habe mir jeden Abend aufgeschrieben, 74%. Und bin in der Einzelwertung 74,07% geworden. Das ist ja, echt. Okay, der nächste Tipp, Prozentzahl aufschreiben. Ja. Ein bisschen an der Realität orientiert ist wahrscheinlich nicht ganz schlecht. Nein. Das ist jetzt so eine witzige Story am Rande. Aber auf jeden Fall war das halt auch eine echt coole Medaille, weil
es nicht selbstverständlich ist, dass man es mit 3 Pferden mal zu Euro schafft, ja. Dass es man das mit 3 Pferden dann auch echt so erfolgreich schafft. Und da bin ich sehr, sehr stolz drauf, dass ich das auch noch mit Lady geschafft habe. Deswegen ist die Medaille auch noch besonders. Und da auch in der Kür hatte ich auch die Silbermedaille, aber ja, da. Aber Kühe merke ich schon, das ist so, das ist Beiwerk. Ja, irgendwie schon, weil, ja, ja. Verstehe ich. So, jetzt wollen wir aber eins nicht vergessen. Du hast zwar mit 3-4 Euro geritten, aber der junge Mann, der so gern hier auf diesen Stuhl möchte, der ist ja nun auch ganz wichtig, sehr erfolgreich. Du bist seit Juni im Bundeskader mit ihm, im U25-Bundeskader. Und was ich echt ganz spannend finde, der Weg, das ist ja, es klingt immer alles so toll, ne? Oh, da bin ich Euro geritten und dies und das. Aber das ist alles gar nicht so ganz einfach. Henny Hennessy und du, 2017 war nicht ganz einfach. Jetzt seid ihr im Kader. Coole Nummer. Mega. Aber wie hast du das so erlebt? Spannende Zeit auf jeden Fall. Also 2017, habe ich ja schon erwähnt, war mein letztes junge Reiterjahr. Es war klar, dass es danach weitergehen wird mit U25 im Einstieg in den Grand Prix Sport. Und es wäre richtig, richtig toll gewesen, auch schon 2017 einen Fuß in der Tür zu haben. Gerade, weil ich es schon gesagt habe, für mich war das schon schwierig. Ich hatte dann nur noch ein junge Reiterpferd, Lady, weil Fürst dann schon unterwegs war. Und das hat mich auch schon sehr beschäftigt. Und zu der Zeit war dann auch der PIA-Förderpreis-Lehrgang 2017 und es wäre einfach super, super toll gewesen, da auch schon in die Schiene reinzukommen. Warst natürlich auch ein Stück weit, darf ich das sagen, erfolgsverwöhnt? Ja, auf jeden Fall, ne? Klar. Es lief ja. Ja, nee, das lief bombastisch, kann man nur so sagen. Und wäre natürlich echt mega gewesen, wenn ich 2017 auch schon zweigleisig, ich meine, ich konnte auch ein paar Grand Prix reiten, so ist es nicht, aber ich wäre schon gerne auf PIA-Förderpreis geritten. Hat aber in dem Jahr nicht geklappt und das passiert. Es war aber auch sehr, sehr wichtig, mal so einen kleinen Rückschritt, sage ich mal, zu machen. Oder mal, du bist schon kühn, Anna, du bist kühn. Rückschritt, das ist ja eigentlich, du bist direkt im Grand Prix-Sport weitergeritten. Ja, das ist ja eigentlich total cool. Also, sagen wir mal so, oder... Also du hattest nicht da anzuknüpfen, wie man das gewohnt war vorher. Ja, genau. Genau, das ist vielleicht besser. Und habe ich aber trotzdem, jetzt schläfst du schon, ne? Mit ihm versucht so ein bisschen, ist vielleicht besser so, einzusteigen. Und dass es dann jetzt dieses Jahr 2018 dann geklappt hat, das war so das i-Tüpfelchen. Also es war schon echt cool. Ja, und dann haben wir uns da jetzt auch dieses Jahr schon echt gut durchgeschlagen. Wie war denn der Moment? Da klingelt, also so stelle ich es mir vor, wie im Film, ne? Bist gerade im Stall, klingelt das Telefon, Bundestrainer Sebastian Heinze dran. Ja. Mensch, Anna, bist im das Kader. Das war auch genau so, das war so cool. Nee. Wie im Film? Ja, ich saß, glaube ich, sogar im Auto, muss ich dazu sagen. Aber Sepp hat angerufen und sagte dann so, ja, Anna, ich wollte nur sagen, jetzt kommen wir auch auf die Longlist zu und du bist auch auf der Longlist drauf für die Euro und ja, du bist auch im Bundeskader. So, what? Okay, cool, mega. Ich glaube, am liebsten wäre ich im Dreieck gesprungen, konnte ja nicht, saß am Auto. Aber ja, das war echt cool. Ja, das kann ich mir vorstellen. Also ich glaube, wir merken schon, du bist sehr enthusiastisch. Und jetzt kriegen wir auch schon die ersten Fragen. Nein, sind schon mehrere Fragen drin, aber wir suchen ja dann immer ein paar aus. Und ich habe hier einen. Was war die größte Herausforderung in deiner reiterlichen Laufbahn bisher? Du hast uns ja schon so ein paar gesagt, aber was war die größte? Größte Herausforderung? Das ist jetzt aber schwierig. Größte Herausforderung war vielleicht wirklich für mich der Moment, wo ich gewusst habe, ich habe jetzt meinen Top-Sportpartner, der mir so viel Vertrauen gegeben hat für so eine Tour. Mhm. Wir hatten uns dafür entschieden, uns von ihm zu trennen. Und den habe ich jetzt nicht mehr an meiner Seite und dann den Mut zu fassen und zu sagen, hey, ich habe aber noch einen anderen Top-Sportpartner im Stall stehen, der vielleicht die letzten Jahre einfach auch an zweiter Stelle stand. Sich da jetzt drauf einzulassen und das anzunehmen und auch von seiner Einstellung her nochmal ganz neu sich aufzustellen, das war, glaube ich, schon eine der größten Herausforderungen.
Wir haben gehört, du bist fleißig, du fühlst dich in die Pferde hinein, du hast mentales Coaching gemacht. Jetzt kommt hier auch noch eine schöne Frage. Hat dir auch irgendein reiterliches Vorbild dabei geholfen? Gibt es sowas? Ja, aber also es waren eigentlich immer meine Trainer. Wenn man mich gefragt hätte, bis 16, bis 15 so, hätte ich immer gesagt, das ist Frau Meier Biss. Ich habe sie jeden Tag reiten sehen. Ich fand das natürlich cool, was sie gemacht hat, toll. Und wenn man mich jetzt fragen würde, sage ich euch auch allen, das ist der Heiner. Und da führt auch so jetzt kein großer Weg dran vorbei. Also dafür sehe ich auch die anderen Reiter zu wenig oder dass ich mich so festreiten möchte. Ich finde den und den toll. Ich sehe Heiner in der täglichen Arbeit, wie er mit den Pferden umgeht. Was ja manchmal noch spannender ist als auf dem Turnier, klar. Genau, und deswegen, ja. Also Heiner, alles gut, sie darf weiterbleiben. Noch eine Frage. Obwohl, ich meine, die ist schon mehrfach durch deinen Enthusiasmus hier rausgeklungen. Was liebst du am Reitsport am meisten? Also, ich kann zum Beispiel auch Golf spielen. Ich kann auch ein bisschen Tennis spielen. Aber da habe ich ja einen Schläger in der Hand. Der Schläger ist ein Gegenstand. Und die Pferde sind eben Lebewesen. Und die geben dir sofort eine Antwort darauf, was du machst. Und einfach sein Gefühl aufs Pferd zu übertragen und das Gefühl vom Pferd selber anzunehmen und das irgendwie zu was Tollem, was Ästhetischem, was Schönem, was Ausdrucksvollem nach außen hin rauszustrahlen, das ist eigentlich so das, was ich daran liebe. Und dass die Pferde einem immer alles wiedergeben, was man reinsteckt irgendwie. Oder ja, wie viel Arbeit man da rein investiert. Mentales Coaching alleine reicht nicht, so ein bisschen abergläubisch. Ein bisschen. Und du hast uns was mitgebracht. So ist das ja mal nicht. Zeig doch mal aus diesem schönen, warte mal, wir drehen ihn noch mal, dass man die Signatur sieht. So, was du uns mitgebracht hast. Also, ich habe euch mitgebracht eine wunderbar frisch gewaschene Reithose von mir. Die wurde jetzt bestimmt schon 500 Mal gewaschen. Vielleicht übertreibe ich auch ein bisschen. Oh, wir ziehen zwei ab. Okay, die ist schon ganz schön alt, aber das ist meine Reithose, die ich konsequent seit 2012 in... Ist vielleicht auch ein bisschen eklig, ne? Nee, eigentlich seit nicht. 2012? Du passt noch in die Reithose von 2012? Ja. Aber die ist vielleicht leiert sie auch ein bisschen aus. Ah, okay, das ist eine gute. Aber Speaker ist gute Qualität. Vielleicht Werbung. Oh, cool. Schnitt. Die ich seit 2012 in jeder Prüfung, in jeder ersten Prüfung auf einem Turnier anhabe. Das finde ich eigentlich das Spannendste. Was heißt denn in jeder ersten? Hey, hi, willst du mit auf den Stuhl? Ja. Also meist auf Championaten oder Hagen Future Champions gibt es immer eine Mannschaftsaufgabe, eine Einzelaufgabe. Ja, ja. Und warum? Ja, also okay. Warum in der ersten? Für die zweite ist sie nicht geeignet. Sie nicht gut genug. Nein, Spaß. Okay. Weiß ich nicht. Ist halt irgendwie so. Kann ich gar nicht sagen. Glaube ich aber dran. Okay, das packe ich die mal weg. Ja. Nächstes Highlight: meine Glücksarmbänder. So. Soll ich dir den? Nicht Achtung. Das bringt jetzt aber kein Unglück, dass Nein. die. Nee, oder? Okay, so weit also, geht's. Soll ich dir den einmal machen? Ich glaube, so nah kann ich euch das gar nicht zeigen. Machen wir es mal so. Okay. Also, da stehen auf jeden Fall. Oh, das sind so Armbändchen. Ich habe immer drei Stück davon an. Immer drei? Der Handy hört sich schon klingeln. von denen hier. Da stehen immer unterschiedliche Sachen drauf. Auf diesen zum Beispiel Good Luck, klassischerweise. Das ist in den Schwarz-Rot-Gold-Farben mit einem Kleeblatt. Habe ich damals von Juliette Piotrowski 2013 auf der Euro geschenkt bekommen als Glücksarmband. Wenn ich viel Glück brauche, ziehe ich das an. Dann haben wir hier Hakuna Matata. Wenn ich mal aufgeregt sein sollte, Hakuna Matata, schön entspannt sein. Dann gibt es noch ein Armband von der Euro 2017, da denke ich ganz besonders gerne dran. Dann gibt es noch Gott schütze dich, dass ich immer einen Schutzengel mit dabei habe. Ich bin auch schon einmal schlimm vom Pferd gefallen, das ist aber auch schon länger her, aber dass ich einfach immer einen Schutzengel dabei habe, weil es sind Lebewesen, die können auch mal Quatsch machen und wenn man da mal runterfällt, dann ist es immer gut, einen Schutzengel dabei zu haben. Ja, Deutschlandarmband, wenn ich zum Beispiel auf Championaten reite, dann habe ich das Deutschlandarmband dabei, genauso wie dieses und ja, da mixe ich mir immer was Lustiges zusammen, dass ich immer Glück, Schutz und Entspanntheit dabei habe.
Dein Glückscocktail in Armband. Ja, genau. Sehr schön. Und du hattest vorhin so schön gesagt, das, was dir Spaß macht, ist auch mit dem Pferd zu etwas Ästhetischem. Henny Hennessy, der hier ja unschwer schon mehrfach in Erscheinung getreten ist, den haben wir auch reitend mit dir. Können wir uns mal angucken? Bist du denn zufrieden? Seid ihr schon, wie hast du so schön gesagt, ästhetisch zusammengewachsen? ja, also ich muss wirklich sagen, ja, der Henny. Hier seid ihr in München, ne? Genau. Ist einfach. Auch ein Charakterpferd, der eindeutig, ja. Der weiß, was er will und der kann sich bewegen, der kann seine Beine hochreißen, der weiß, wie er Aufmerksamkeit kriegt und ich glaube, inzwischen kann ich das schon ganz gut präsentieren. Das war vielleicht letztes Jahr auch noch gar nicht so weit, dass ich da die letzten Sachen alle rausreißen konnte, aber dieses Jahr, glaube ich, würde ich schon sagen, dass wir da gar nicht so weit von entfernt sind. Das ist dieses Jahr München gewesen? Genau. Und obwohl wir jetzt schon ein paar Mal hatten, also das so abfällig gesagt ist natürlich Quatsch mit der Kühe immer so als Beigabe. Du hast vorhin ganz große Augen gekriegt, du reitest schon gerne Kühe, oder? Ich liebe es, Kühe zu reiten, ja. Warum? Also, wenn man, ja, weil das erstmal mein eigener Input ist, also meine eigene Machst Idee. Du selbst die Choreografien und so? Die Choreo mache ich selber, genau. Ich arbeite da mit der Nicole Penzig zusammen, die stellt mir immer richtig coole Musiken zusammen und gerade meine Grand Prix Kühe liebe ich. Und die Musik suchst du aus oder macht also, Nicole das und ihr? Ja, wir sprechen uns da ab. Ich sage ihr, was ich mir vorstelle, was cool wäre. Und sie sagt mir dann, was zum Pferd passt. Natürlich auch vom Takt her, was geht. Und dann schickt sie mir Vorschläge und dann sage ich, hey, das passt und das passt nicht. Und dann stellen wir es so zusammen. Und du bist wahrscheinlich jetzt mal einfach so ins Blaue nicht so der Klassik-Typ? Nee. Also Fürst und Du hatte ich König der Löwen. Das war so, ja, das Nonplusultra, meine aller Lieblingskühe. Jetzt mit Henny habe ich eine Queen-Kühe, die rockt richtig. Und, oh, das heißt, du gehst bald ins Kino? Nee. Nee? Der Queen-Film? Nee, nicht so. Ah, okay, gut. Ich gehe nicht so oft ins Kino. Nee, gut, wann auch? Ja. Ja. Aber auf jeden Fall schon cool. Also, ich mag hier. Macht Spaß. Anna, ich hatte schon so ein bisschen gesagt, du bist wirklich ein turbulentes Mädchen, hätte ich jetzt fast gesagt. Du hast schon studiert von 2014 bis 2017. Sag selber, was du studiert hast. Ich habe International Business studiert an der Cologne Business School. School? Auf Englisch. ja, soll hat ich auch mal, ganz gut geklappt. Soll ich mal ganz blöd fragen? Warum? Warum auf Englisch oder warum? Nee, warum du das studiert hast? Ja, also ich habe das studiert. Weil ich dachte, dass das ganz gut ist. Das ist jetzt eine richtig schlaue Antwort. Also, nein, also du. Ich wollte was machen, womit ich später, egal in welche Richtung ich mich vielleicht spezialisiere, das, sag ich mal, auf vieles passt. Und mit dem Studiengang hatte ich einfach die Möglichkeit. Und das Studium da in der Uni hat es mir auch ermöglicht, in dem Rahmen, wie ich meinen Sport ausgeübt habe, auch weiterzureiten. Das habe ich mir gedacht, genau. Dass irgendwann doch die Pferde wieder da. Genau, schmeiß einfach. Aber die gehören dann nicht zu dem Eimer, ne? Wenn, wer den gewinnt. Das. Du willst dich breit aufstellen, schließe ich jetzt. Die Pferde sollen auch mal dein Beruf werden? Oder ist das alles noch sehr... Also es ist grundsätzlich natürlich immer offen. Heute kann das sein, nur kann auch das passieren und dann muss es so sein. Aber so ein bisschen, also ich liebe das, was ich im Moment mache und ich brenne dafür, aber langfristig sehe ich mich schon auch in einem Job und dann habe ich vielleicht doch nur noch ein oder zwei Pferde in einem Job. Pferde ist ja auch ein Job. Aber vielleicht in einem Bürojob oder Außendienst. Echt? Kannst du dir vorstellen? Ich kann mir das also gar nicht vorstellen, dass du irgendwo an einem Bürostuhl sitzt. Nee, und, auch nicht. Vor allem auch nicht 8 Stunden am Stück am Stuhl sitzen. Nee, dann eher schon so ein Hüpfbein. Ja, ne? Genau. Nee, aber... Also... Alle Weichen sind... Alle Weichen sind noch offen. Und die halte ich mir auch bewusst jetzt gerade noch offen, weil ich einfach, ich finde, wir sind so jung und es gibt so viele Möglichkeiten jetzt gerade in unserem Zeitalter, die man irgendwie machen kann. Und einem wird so viel angeboten, dass man sich überhaupt nicht richtig entscheiden kann. Du setzt ja jetzt auch gleich noch eins drauf. Hast im Oktober das nächste Studium angefangen. Ja. Das ist was? Das ist International Marketing und Media Management, mein Master. Master of Disaster, ja. Genau. Und das mache ich auch in Köln. Ich hatte jetzt für jeder Vorlesung irgendwie drei Vorlesungen oder so. Also
Ah, ist ja gerade ist erst noch gerade so warm werden. Und das geht mit den Pferden auch alles Ja, schön. doch, das geht ganz gut. Denn du bist ja nicht nur in Anführungszeichen Reiterin, du trainierst ja auch. Und dieses Jahr war eigentlich der Oberhammer, oder? Ja, das war echt mega cool. Also ich war zwar selber nicht auf eine Euro und bin selber geritten, aber war fast genauso schön. Ich durfte die Romy Allard auf der Euro begleiten. Als Trainerin habe ich sie ja das ganze Jahr schon über begleitet und mache es auch jetzt noch und bin super glücklich und sehr, sehr stolz, dass wir das auch erreichen konnten. Naja, kannst du uns. Es war ja ordentlich. Ihr seid ja mit reicher Beute nach Hause gekommen. Was habt ihr mitgebracht? Team Gold, nee, Team Silber. Oh, Team Silber und Einzel und Kür Bronze. Da draußen stehen, da drinnen reitet die Schülerin. Das ist doch eigentlich schrecklich. Da gibt es so ein lustiges Video von mir, weil. Man wird verrückt. Man wird verrückt und ich bin wirklich jeden Wechsel mitgeritten und habe gedacht so, komm, reit und mach und so. Und ich stand da so und das haben wirklich die anderen Deutschen vom Rand gefilmt, wie ich da wie so eine Idiotin am Rand hin und her gehüpft bin. Aber hat war gut. Ja, wir können es uns schon ungefähr vorstellen. Ja, soll ich noch mal? Ja, aber das ist ja echt eine ganz andere Nummer. Ja. Ne? Da musst du ja als Trainer, musst du eigentlich Ruhe ausstrahlen. Ja. Kannst du das? Sag ja. Ja. Okay. Jetzt kommen wir ja ehrlich gesagt fast zu meinem Lieblingsthema. Wir sind schnell, wir müssen schneller reden, noch schneller reden. Du hast ja noch eine große Leidenschaft. Und wir haben noch zwei Leidenschaften. Wir kommen jetzt erstmal zu Leidenschaft Nummer eins. Da dürfen ganz viele Leute nämlich dran teilhaben. Du bist ein großer Insta-Fan. Ja. Können wir vielleicht auch einmal kurz zeigen, die Insta-Seite von Anna haben wir? Was heißt das für dich? Wie oft machst du das? Ich mache das oft. Jeden Tag? Jeden Tag. Jeden Tag und jeden Tag auch so 3 Stunden bin ich da so auf der App unterwegs. Jetzt nicht am Stück. Das wäre ja bescheuert. Aber immer mal so zwischendurch. Warum? Warum? Ich meine, das kostet dich viel Zeit, du viel Mühe. Warum machst du das? Ich inspiriere Leute gerne. Ich glaube, ich kann das ganz gut rüberbringen. Also ich bin da von mir selbst überzeugt, wenn ich das so sage. Ich kann die Leute mitnehmen und anpacken, motivieren. Und das versuche ich halt zu übermitteln. Und natürlich ist es auch so im Reitsport. Es gibt einfach viele, die haben Sponsoren und die erwarten von einem das auch ein bisschen, dass man da auch irgendwie aktiv ist und sich zeigt und präsent ist. Und aber das funktioniert ja nicht, wenn du keinen Spaß dran hast, genau. Oder? Das funktioniert überhaupt nicht, wenn man da gar keinen Spaß dran hat. Deswegen, ich habe da Spaß dran und mache das und mach's auch gerne. Das sieht man, ja. Da ein schneller Blick auf deine Seite. Ja. So sieht das aus. Genau. So, jetzt Leidenschaft Nummer 2. Da fieber ich ein bisschen drauf hin. Finde ich absolut abgefahren. Seit April erfüllst du oder bist du auf dem Wege dahin, dir vielleicht sogar noch einen Traum zu erfüllen. Was machst du? Ich gehe zum Schauspielunterricht. Das ist ja wirklich völlig irre. Wie bist du darauf gekommen? Ja, also eigentlich nach dem Abi hatte ich zu Mama schon mal gesagt, ich so, Mama, würde doch gerne Schauspielerin werden. Und dann hat die Mama gesagt, nee, du machst jetzt mal erstmal was Vernünftiges und habe mich davon auch überzeugen lassen. War aber schon immer so ein kleiner Traum von mir. Und dann habe ich wirklich gesagt, nachdem ich mein Abi hatte, war ich von Oktober bis März bei Alarm für Cobra 11, habe hinter der Kamera am Set gearbeitet. Und habe da schon so ein bisschen Blut geleckt, aber das hinter der Kamera hat mir nicht gereicht und habe dann wirklich gemerkt, das ist das Schauspiel. Ja, und dann habe ich mir da eine coole Truppe gesucht, einen Schauspielcoach und da gehe ich seit April hin. Und das macht richtig Spaß. Und das Ziel ist tatsächlich mal auf der Bühne zu stehen, in irgendeinem Theater? Nee. Und wir sitzen dann alle im Saal und rufen Anna. Go, go, go. Nein. Nein, das Ziel ist was? Schon Kamera. Also auf so Theater ist nicht so meins. Okay, Film? Ja, Film, Fernsehen. Eine Daily Soap? Ah, nee, auch nicht so. Anna im Stall? Ja, oder so? Genau, Anna's Life oder so. Anna und ihr Pony. Können wir uns ja auch überlegen. Aber das ist tatsächlich, du willst das echt ernsthaft durchziehen, dass du ja, dann auch. Ja, doch, klar. Man muss ja klare Ziele haben. Ja, unbedingt. Ja, die hast du, das haben wir schon gemerkt. Okay, jetzt stellen wir uns einfach mal vor. Ganz kurz haben wir noch. Ja? Wir sitzen in deiner Schauspielrunde. Einmal die Woche, zweimal die Woche? Ja, so 2-3 Mal die Woche. 2-3 Mal die Woche, schon ganz schön viel. Genau, es gibt immer Einzelcoachings, wo man, sag ich mal, Texte bespricht oder wirklich nochmal auf bestimmte Atemtechniken eingeht oder ja, nochmal an der Mimik, Gestik arbeitet. Man muss wahrscheinlich auch immer ein bisschen gerade, ne? Und ja, bisschen, genau. Ja, kommt dann aus.
Und dann macht ihr die Sache mit dem Korken im Mund, die man aus dem Film kennt? Nee, das haben wir noch nicht gemacht. Davon wurde ich mir jetzt verschont. Aber wir machen ganz coole Sachen, zum Beispiel zum Warmwerden. Körper und Geist verknüpfen und dann sagt unser Schauspiellehrer schon mal, wir stehen dann im Kreis, wir sind meistens 6 Leute und dann heißt die Runde erstmal assoziieren und danach auf Englisch Disassoziation. Mhm. Dann geht das immer so die Runde und während wir assoziieren und disassoziieren. Das bedeutet, ihr sagt Worte. Genau, ich sag jetzt Stuhl und du sagst dann Tisch und der nächste sagt dann Tischdecke. Das ist dann die Assoziation. Mhm. Die Disassoziationsrunde auf Englisch ist dann Sun und dann Apple und so weiter. Mhm. Und während wir das sagen, malen wir mit der rechten Hand ein Dreieck und mit der linken Hand einen Kreis. Und das geht doch gar nicht, oder? Gleichzeitig. Dann wird das Dreieck nach der fünften Runde immer kleiner. Und dann fangen wir an, wenn du was sagst, fange ich an zu lachen. Und irgendwann machst du nur noch so. Ja, das kann ich noch nicht mal mit Fingern. Und dann ist dein Geist und Körper verknüpft. Also ist wirklich, du wirst viel aufmerksamer und merkst überhaupt erstmal, wo du alles dran denkst und wo du deine Gedanken hast. Ja. Also Kreis und Dreieck und Reden und... Und Lachen und... Das ist eigentlich ja im Grunde hilft... Jetzt mal, bin ich ein bisschen übertrieben oder hilft es beim Reiten? Ja schon, also man lernt schon seine Motorik so ein bisschen besser im Griff zu haben, doch? Ist gut. Ja. Ich dachte eigentlich mehr ans Mentale, aber auch. Wahrscheinlich das auch. Von allem etwas. Ja. Anna, vielen tausend Dank. Also wir wir werden das jetzt auch noch ein bisschen weiter quatschen, aber... Live steigen wir jetzt mal aus. Ich sage wirklich ein dickes Dankeschön, dass wir hier sein durften. Henny, vielen Dank natürlich auch an dich und an deine Präsenz hier. Grüße auch an Heiner, dass wir hier bei ihm im Stall zu Gast sein durften. Und dann würde ich sagen, tschüss, einen schönen Abend noch. Danke, dass ihr alle eingeschaltet habt. Und bis zum nächsten Mal bei uns zu Gast bei hier bei Clip My Horse. Vielen Dank. Tschüss.